Hallo Fahrradfreunde, heute gibt es für euch das aktuelle Topmodell aus unserer exklusiven Access Mountainbike Serie und zwar das 2022er Access Snipe. Das Access Snipe ist, wie ihr seht, ein Aluminium-Hardtail mit 29 Zoll Laufrädern. Ich habe es jetzt hier in der 21 Zoll Rahmengröße stehen, also einen relativ großen Rahmen auch. Soll uns aber jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Und zwar wollen wir eigentlich mal lieber genauer erstmal einen Blick auf den Rahmen werfen. Also ihr habt, wie ich schon gesagt habe, einen leichten Aluminiumrahmen. Der hat halt wirklich sehr, sehr dünne Rahmenrohre. Also ist halt wirklich leicht und gut verarbeitet. Und das Schöne ist, der hat auch ein konisches Steuerrohr zum einen. Das heißt, der ist vorne im Lenkkopfbereich schon deutlich steifer. Und das hat halt auch den Vorteil, dass er eben etwas höherwertige Gabeln, die eben auch so einen konischen Gabelschaft aufweisen, verbaut werden können. Und gleichzeitig seht ihr es schon, ist der Rahmen eben auch so ausgefertigt, dass die Züge eben innen verlaufen. Das ist auch immer ganz hübsch, da sieht der Rahmen entsprechend clean aus und bietet aber auf der anderen Seite eben noch genügend Aufnahmen auch für beispielsweise Schutzblecher. Einen Gepäckträger könnt ihr auch dran bauen, also ihr könntet, wenn ihr wolltet, das Rad auch mal komplett alltagstauglich aufbauen. Ist, wie gesagt, alles dabei. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist unser Topmodell aus unserer Access Mountainbike Serie und da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Komponenten schauen, die da verbaut sind. Also hier habt ihr vor allem beim Antrieb eben wirklich schon sehr hochwertige Shimano-Anbauteile, also aus der Shimano Familie verbaute Shimano XT-Komponenten, also das vor allem beim Antrieb. Bei der Schaltung selber habt ihr ein Shimano XT-Schaltwerk, ja, mit so einem kleinen Klatsch, das könnt ihr dann halt auch jederzeit so arretieren, da könnt ihr Kettenschläge vermeiden, was vor allem sinnvoll ist, weil ihr hier halt auch eine einfach XT-Kurbelgarnitur verbaut habt. Also ihr seht es vorne nur noch ein Kettenblatt, aber dafür eben hinten 12 Gänge mit einer großen, breit gefächerten Kassette. Ja, viele Gänge, die euch da zur Verfügung stehen und eben auch eine große Kapazität. Also ein sehr leichter Gang für schwere Bergaufpassagen, aber eben auch ein kleines Ritzel, wenn es mal ein bisschen flotter durch die Gegend gehen soll. Das Schöne ist, dass das XT, dass die XT-Kurbel, die hier verbaut ist, mit diesen außenliegenden Lagerschalen verbaut ist, also kein Pressfit ist. Und das hat halt den Vorteil, dass es bei gleicher Steifigkeit eigentlich so ein bisschen wartungsfreundlicher ist. Das ist was, was mir aber ganz gut gefällt, wenn das so quasi diese Holotech 2 Standards noch verbaut werden. Ich finde das immer ganz praktisch, ist halt vor allem auch für euch zu Hause vielleicht ein kleiner Vorteil. Angesteuert wird das XT-Schaltwerk auch von einem XT-Schalthebel. Das finde ich auch ganz nett, dass man da eben nicht irgendwie gespart hat. Das machen ja viele Hersteller ganz gerne. Aber hier habt ihr wirklich den hochwertigen Schalthebel zum hochwertigen Schaltwerk und da dann eben auch immer entsprechend präzise Gangwechsel, auch wenn es mal ein bisschen wilder zugeht, könnt ihr euch sicher sein, dass das Rad immer den passenden Gang für euch findet. Und das ist eben, wie gesagt, mit kurzen Hebelwegen und auch mit einer hochwertigen Haptik. Also das fühlt sich halt auch alles ganz knackig und schön an, wenn ihr da durch die Gänge schaltet. Und das halt auch wirklich ein Highlight, eben das XT-Schaltwerk in Kombination mit dem XT-Schalthebel. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Was haben wir noch? Natürlich 100 mm Federgabel darf natürlich bei einem Cross-Country Hardtail auch nicht fehlen. Ist in dem Fall eine RockShox Judy Silver TK Air. Ja, das bedeutet, mit einer Luftkammer ausgestattet, ihr habt hier ein kleines Ventil dran, da könnt ihr das so entsprechend eben aufpumpen, dass es auch passend zu eurem Fahrergewicht eben immer passend sensibel arbeitet, also wirklich super abgestimmt die Gabel dann im Gelände. Und auf der anderen Seite habt ihr den Lockout mit Remote vom Lenker aus, da könnt ihr die Gabel, wenn ihr sie mal nicht braucht, auch komplett blockieren und das, wie gesagt, vom Lenker aus, ohne da die Hand vom Lenker nehmen zu müssen. Was wir natürlich auch dran haben, ist eine hydraulische Scheibenbremsanlage. Hier ist es eine Shimano MT200. Ist zwar auch schon ganz schön, dass die von Shimano kommen, allerdings ist die MT200 jetzt noch nicht unbedingt die ultrabissigste Bremse, die man so am Markt findet. Also hier vielleicht ein bisschen abgespeckt das Ganze beim Bremssystem, aber das macht jetzt eigentlich keinen großen Unterschied, weil ihr, wie gesagt, mit der Hydraulik eigentlich immer zuverlässige Bremskraft habt und vor allem eben auch bei allen Witterungsbedingungen sicher zum Stehen kommt. Also wie gesagt, es gibt natürlich jetzt nur im Mountainbike-Bereich dann natürlich noch ein bisschen bissigere Bremsen, die ihr an den Rädern findet, aber für den Preis, für den ihr das Rad hier angeboten bekommt, ist das auf jeden Fall völlig adäquat. Dazu haben wir noch ein paar robuste Laufräder, Aluminium-Hohlkammer in Kombination mit Schwalbe SmartSlam-Reifen, also einem sehr flexibel Einsatz fähigen Reifen, der halt auf Asphalt oder befestigten Wegen ganz gut rollt und ein bisschen mehr Profil an den Reifenschultern bietet, sodass ihr da auch immer schöne Traktion habt im Gelände, wenn ihr mal beispielsweise
euch ein bisschen steiler in die Kurve legt, dass euch die Laufräder dann nicht gleich wegrutschen. Also das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Kombination. So wie eigentlich das Rad auch konzipiert ist, passt es halt zum Einsatzzweck her. Wie gesagt, hatte ich ja schon eingangs beim Rahmen erwähnt, das ist halt insgesamt recht flexibel. Also man kann es als Tourer nutzen, aber gleichzeitig eben auch für ein bisschen sportlichere Geländetouren. Wenn wir noch gerade beim Thema Laufräder sind, hier habt ihr auch noch die herkömmlichen Schnellspanner. Also da findet ihr auch bei etwas teureren Modellen durchaus dann schon Steckachsen. Aber da müsst ihr natürlich, wie gesagt, ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Stichwort Geldbeutel. Das Tolle an dem Rad ist, das ExoSnipe bietet halt mit den XT-Komponenten für einen Preis von derzeit 1099 Euro wirklich eigentlich schon eine sehr hochwertige Ausstattung bei den Teilen, wo es drauf ankommt. Ja, also hochwertige Schaltkomponenten, modernen 1x12-Fach-Antrieb und vor allem in Kombination mit einem leichten Rahmen und einer wirklich durchaus vollumfänglichen Federgabel habt ihr da eigentlich ein komplettes Paket, das sowohl in die sportliche Richtung geht, aber wie gesagt auch im Alltag ganz gut verwendet werden kann. Ja, die ganzen Ösen sind da, ihr könnt es euch praktisch aufbauen, wenn ihr das wollt. Also hier habt ihr wirklich einen super flexiblen Allrounder. Noch ein kleines Wort zu den restlichen Anbauteilen. Also ihr habt Aluminiumlenkervorbau, Aluminiumsattelstütze, einen sportlichen Sattel, alles von Access und vielleicht auch noch ein kleines späteres Upgrade könnte man bei den Griffen vornehmen. Die sind hier nur gesteckt. Da gibt es auch noch ein bisschen ergonomischere Varianten. Aber wie gesagt, so bietet euch das Rad auf jeden Fall ein volles, flexibles, sportliches Gesamtpaket für eigentlich fast alle Gelegenheiten. Also wenn ihr jetzt richtig ins Gelände wollt, ist das das richtige Rad an eurer Seite, aber halt auch als Alltags- oder Tourenrad definitiv eine Empfehlung. Wie gesagt, zum Preis von 1099, wir haben sie gerade da. Ihr könnt gerne bei uns vorbeikommen, die Räder auch mal ausprobieren, euch mal draufsetzen, mal ein paar Runden drehen, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Und wenn euch das Rad gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von unseren Access Mountainbikes beispielsweise sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne ein Abonnement da lassen, da freuen wir uns auch natürlich immer drüber. Wenn ihr noch Fragen habt zum Rad, stellt sie einfach in die Kommentare, wir beantworten alles gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao bei Lucky Bike TV.